Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und wir spielen Witch oder Wish, Witch, ja, was so viel heißt ja ungefähr wie solches, welches, solches, so Quatsch. Ja. Okay, die Maussteuerung ist ein bisschen kritisch. So, da haben wir hier die Bewegung sozusagen, links, rechts, hoch, runter, schätze ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Ein kleines Horror-Game. Hier ist ein Exit schon. Ja, dann hauen wir doch ab. Tschüss. Ah, kommen wir nicht raus. Ah, verdammt. Ja. Oh, ich höre Vögel zwitschern von draußen. Ich weiß gar nicht, ob man die Maus hier noch ein bisschen einstellen kann. Nein, kann man nicht. Man verlässt das Spiel mit Escape. Das ist natürlich schlecht. Die Steuerung ist ein wenig, ja, schwierig, sage ich mal. Gut, dann sind wir wieder zurück. Gehen wir mal einen Schritt voran. Hier sehe. Ah, jetzt trete ich doch nicht so schnell hier. Ich sage ja, die Maussteuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wir haben eine Treppe nach oben. Wir bleiben erstmal unten. Grafikstil ist ganz schön krass. So linke Maustaste sagt er uns hiermit also benutzen. Im Schrank befindet sich wie immer nichts. Rechte Maustaste ist kacken. Nee. Entschuldigung, sieht aber so aus. Ah, kriechen. Naja. Ich höre einen Herzschlag. So, hier ist nichts zu erkennen. Hier ist nichts zu erkennen. Da ist auch nichts drin. Ah, ein Schalüssel. Ja, bis jetzt ist zwar die Grafik sehr gruselig, das Spiel an sich. Naja. Gut, der Herzschlag ist ganz schön crazy. Hallo? Oh, scheiße, ein dunkles Badezimmer. Mit noch einem Schlüssel darin. Das ist, glaube ich, ein Handtuchhalter. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Treppe nach oben nehmen. Ich bin jetzt nicht so wirklich erpicht darauf, herauszufinden, was da oben steht, eventuell. Zum Glück ist nicht der Slender hinter uns her, aber ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas anderes hinter uns her. Man kann das Spiel auch, wenn man denn den Monitor und so weiter, die Einstellung dazu hat, auch in 3D spielen. Haben wir eine Tür mit 1, eine Tür mit 2. Was ist das? Ein Ei. Oder sowas. Eine Tür mit 3. Ah, okay. Also ich glaube, man muss sich dann entscheiden, welche Tür. Na, geht nicht auf. Welche Tür man denn öffnet. Ja, versuchen wir mal in die Tür Numero Uno zu gehen. Und ich sehe Dunkelheit. Nichts, nothing, nada, niente. Ah. Was ist das? Ich schätze mal, ein Typ plus Schlüssel ist gleich offene Tür. Ungleich Schlüssel plus zwei Leute. Versuchen wir das mal kurz in eine logische Formel zu bringen. Eine Person mit dem Schlüssel kann die Tür öffnen. Das bedeutet aber auch, dass ein Schlüssel nicht gleich zwei Personen durch die Tür bringen kann. Oder so ähnlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Komme ich da durch? Hallo? Nein. Wir kommen nicht durch die Tür. Natürlich war ja auch. Oh, was ist das? Ein Wandschrank. Und noch ein Wandschrank. Und noch ein Wandschrank. Und das ist alles leer. Soweit. Tja, leere Schränke. Was soll's?
Ach ja, die ging ja nicht auf. Geht auch nicht auf. Geht auch nicht auf. So, und wozu war jetzt der Schlüssel, den wir da gefunden haben, den einen? Beziehungsweise, wir haben doch zwei Schlüssel gefunden. Fenster geht auch nicht auf. Super. Huh, er rennt aber ganz schön schnell die Treppen runter. Manchmal wird es auch ganz dumm. Ach, hier ist so ein Herz eingezeichnet. Ah, okay. Oben ist so ein Ei, hier ist so ein Herz. Hier buppert schon das Herz. Man kann auch gar nicht so richtig erkennen, wo jetzt Türen sind und wo nicht. Ach, komm, hocken wir uns mal aufs Klo. So, weiter geht's. Wir hatten doch zwei Schlüssel gefunden. Einer war hier und einer war im Badezimmer Waschbecken gewesen. Oh, hat er jetzt versucht, das Waschbecken zu benutzen? Ja, stimmt, wir müssen uns ja noch die Hände waschen. Das haben wir ja ganz vergessen. Hm. Jo, und nu? Steck's fest, jo. Oder kann man immer nur die Steuerung, ey. Ja, die ist zu schnell. Die Maus. Haben wir einen Schlüssel vielleicht getroppt aus Versehen und ich habe es nicht gemerkt irgendwo. Hier liegt nichts. Das Herz im Hintergrund, das macht mich ja wahnsinnig. Vielleicht haben wir ja auch den anderen Schlüssel hier zum Aufschließen von dieser schicken Luxustür. Nee. Wer schließt sich denn selbst im Haus ein? Frage ich mich. So. Ja, hier haben wir doch alles geöffnet und durchsucht, oder nicht? Oder ist hier nochmal? Ah, nee. Das geht nicht auf, das geht nicht auf. Hier ist nichts, hier ist keine Tür. Hier ist eine Tür, die geht nicht auf. Hier ist eine Tür, die geht auch nicht auf. Hier ist noch eine Tür, die auch nicht aufgeht. Hier ist keine Tür. Hm. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Aber ich weiß nicht was. Puh. Tja, ja. Ich habe auch keine Ahnung. Man kann auch, glaube ich, nicht ins Inventar oder so gucken. Vielleicht muss man erst den einen Schlüssel holen, reinstecken, dann den anderen Schlüssel holen. Die geht nicht auf. Es geht alles nicht auf. Kriegt diese scheiß Türen nicht auf. Ja, hier war aber auch nichts drin mehr. Alles leer. Tja. Nu? Nu? Was ist denn jetzt? Achso, was ist das? Die Lampe, oder? Alles so negativ gehalten. Ja, das ist schon etwas gruselig. Ich glaube, wenn dann irgendwann irgendwas hinter einem steht, dann rast sich aus. Tja, aber wo ist jetzt... Wir hatten doch zwei Schlüssel, oder habe ich mich da... habe ich mich da geirrt? Habe ich mich verguckt? Ich dachte, wir hatten zwei Schlüssel gefunden. Ist hier an der Wand noch irgendwas, was wir aufmachen können, was wir übersehen haben? Hier ist ein Balken oder so. Oben haben wir ja auch alles aufgemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ist hier noch was unter der Treppe? Nee, war nichts. Also wundert euch nicht, wenn es hier immer mal so schnell hin und her ruckelt. Das ist einfach die Maus. Die ist so empfindlich. Da muss man sich erst dran gewöhnen. So, Tür zumachen geht auch nicht. Ist auch ein bisschen doof. Wenn man hier die Tür nicht mehr zukriegt. Ja, ich krieg keine Tür auf und ich habe auch keinen Schlüssel und hier ist auch kein Schlüssel und ich glaube, wir starten einfach nochmal. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wir müssen wahrscheinlich den einen Schlüssel holen, Tür öffnen, den anderen Schlüssel holen, Tür öffnen. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir sehen uns dann gleich nochmal bei Witch. Bis jetzt war es ja zum Glück noch nicht so gruselig. Versuchen das Ganze...
einfach nochmal. Wie gesagt, Indie Game ist kostenlos downloadbar und wer einen 3D-Monitor hat, kann das ganze Game auch, wenn er möchte, in 3D spielen. Was bestimmt auch ganz cool aussieht durch diesen Grafikstil hier einfach. Könnte ich mir vorstellen. So. 3. Ach, der ist hier durchs Rohr, das habe ich nicht mitgekriegt. Und? Ja, mach's auf, das Rohr. Nee, geht nicht. Okay, Rohr geht nicht auf. Ach, seht ihr, das habe ich vorhin total ignoriert. Und das war der von der 1. Ah. Und dann ist in der 1 vielleicht irgendwas, wo man dann die Tür von der... diesen Schlüssel von der 3 rausbekommt. Seht ihr, wenn man dann solche Details ignoriert, ich dachte, wir hatten den Schlüssel aufgenommen. Hatten wir aber nicht. Wenn man sowas ignoriert, dann passiert euch das wie mir. Man kriegt die Story nicht mit. Ganz einfach. So, hier ist nichts, hier ist nichts. Ist hier noch? Hier auch nichts drin, keine Rohrzange oder sowas. Okay. Geht durch! Geht da durch! Nee. Irgendwas, was hier auf dem Boden liegt. Rohrzangenmäßiges übersehen. Türmäßiges. Ja, ist schon ein bisschen doof, dass man hier nicht allzu weit gucken kann, aber es ist so ein bisschen. Hat so ein bisschen das Feeling von der Taschenlampe. So, da sind wir wieder. Völlig rausgerissen durchs Telefonieren. Wir suchen immer noch irgendwas Rohrzangenmäßiges oder so, dass man dieses komische Dingsbums aufbekommt. Das Fenster kriegt man natürlich nicht auf. Ich hoffe, es steht nicht mehr irgendeiner hier unten an der Treppe, ey. Das macht einen dann schon wieder psychisch fertig nachher. Man ist hier so ganz alleine und irrt durch die Gegend. Keiner da, alles schwarz und dunkel, man sieht kaum was. Es ist so ein bisschen Slender, bloß nicht im Wald, sondern in der Wohnung. Und in hier negativ. So, was haben wir denn vorhin alles gemacht? Wir haben hier diese Dinger geöffnet, da war aber, glaube ich, nichts drin. Nothing else matters. Okay, hier ist nix, hier ist nix. Da ist auch nichts. So, hier war schon gar nichts. Und hier haben wir sogar weniger als nichts. So, die oben hatte ich alle geöffnet, ne? Ne, hier ist noch. Kann man auch springen? Ne, springen kann man nicht. So, wie kriege ich jetzt hier dieses blöde Dingsbums? Huch. Ach, es geht auch auf. Kriege ich jetzt dieses blöde Dingsbums hier auf von diesem scheiß Waschbecken? Hier die Glühbirne rausschrauben? Nee. Hier das Dings vom Bums abmachen? Nee, es geht auch nicht. Ah. Gut, wieder mal ein Rätsel, vor das wir uns stellen. Ich klick's an, es passiert nichts. Das heißt ja, wir brauchen irgendein Werkzeug. Die Frage ist, wo finden wir dieses Werkzeug? Ich bin doch nicht so doof, dieses blöde Werkzeug zu finden, oder doch? Wahrscheinlich schon, sonst hätten wir es ja. Hier ist nichts, hier ist nichts. Oder kommen wir irgendwo runter in den Keller? Stand da jetzt gerade einer? Nein. Ah, man bildet sich dann irgendwann mit der Zeit schon langsam ein, dass da irgendwo irgendwas ist. Man kann nicht springen, oder? Nee, man kann sich nur hinhocken und was nehmen. Und laufen.
Hier bubbert das Herzchen von irgendwas. Irgendwem vielleicht sogar. Das war diese Exit-Tür. So, hier hörte man dann auch die Vögel. Ach nee, das war nur die. Das Türschild. Schild mit Ü. So. Wir suchen, aber wir finden nicht. Das ist ja schon mal seltsam. Weil irgendwo muss doch irgendwas zu finden sein. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwann steht irgendwas im Gang. Aber hier geht's auch nicht rein. Die 3 ist ja noch zu. Die Kopftür, Eiertür, ich weiß nicht, es könnte auch ein Kopf sein, Herzkopf. Die ist ja auch noch zu. Und, aber hier in den Schränken war ja auch nichts drin. Und wo ist ja überhaupt der Schlüssel von der 2? Und wie komme ich an dieses Herz und an diesen Eierkopf ran? Hier ist aber auch nirgends was. Helft mir! Sonst muss ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play Witch, wenn das hier so weitergeht. Ich komme nicht in diese Türen. Hier unten ist nichts, da ist nichts. Ich kann diesen scheiß Abfluss nicht öffnen. Die Fenster kriegt man auch nicht auf. Springen kann ich nicht, an der Decke ist nichts. Achso, ich habe hier noch nicht an die Decke geguckt. Oh, wunderschöne Decke, tolle Decke, super Decke. Boah, Wahnsinn. Super tapeziert hier. Nee, nichts, nirgends. Mann, das kann doch nicht so schwer sein, hier so ein Werkzeug zu finden. Hat er nicht irgendwo eine Werkzeugbox oder sowas rumstehen? Kann ja mal nicht sein. Hier war auch nichts. Hier an der Decke sind nur Lampen. Ja, ich weiß, man kann was benutzen, nehmen. Man kann die Schränke nicht wieder zumachen. Habe ich was in den Schränken übersehen? War ich nicht nah genug dran? Nee, hier ist nichts. Sind hier Rohre unten? Nö, es sind auch keine Rohre unten von Waschbecken. Was übersehen wir denn? Kann man nichts anklicken, kann man nichts anklicken. Das Klo kann man aufmachen, ja super. Kann man sich draufsetzen und weinen. Passiert nichts, wenn ich... Ja, los, komm schon. Na. Von der anderen Seite? Nein. Von der Seite? Nee. Ich will diesen Schlüssel! Ja, aber es muss uns doch weiterbringen, wenn wir die, wenn wir diese Nummer 1 Tür aufschließen. Da muss doch irgendwas sein, was man machen kann, das dann uns weiterbringt. Am Ende des Tages. Hier ist nichts. Hier war auch nichts, was man anklicken kann. Hier sind nicht mal Kleider drin in dem Kleiderschrank. Hier sind Fenster. Hier sind Schlüssel. Aber ich komme nicht an den Schlüssel ran, den ich haben will. Leute! Was ist das denn? Kann nicht so schwierig sein. Haben wir denn falsch gemacht? Hätte man mit dem Schlüssel Nummer 1 die Tür Nummer 3 aufschließen müssen, oder was? Umgekehrte Psychologie. Bin etwas ratlos gerade. Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Let's Play Witch. Wenn ich dann weiß, was ich denn eigentlich suche. Oder was ich denn eigentlich machen muss, damit ich das Ding aufbekomme. Also, bis dahin. Ciao.